Willkommen, liebe Freunde, zu Star Wars Battlefront. Diesmal keine Beta, nein, es ist das Vollspiel. Mit mir dabei ist der ACC Akut. Hallo. Kennt man schon aus diversen Counter-Strike-Spielen. Der hat das nämlich mit mir vorbestellt. Die anderen trauen sich noch nicht so richtig. Es ist gestern rausgekommen in dem Sinne, ja. Wenn man über VPN spielen konnte oder wollte oder VPN angeschlossen hat, dann konnte man tatsächlich auch schon eher zocken, um satte 2 Tage. Hätte ich gern gemacht, aber mein Rechner ist am Dienstag kaputt gegangen und habe erst heute habe ich Donnerstag, die Folge kommt jetzt am Freitag raus für euch, habe ich den erst mitten in der Nacht zum Laufen gekriegt, wir haben es jetzt 12:30, also eigentlich Freitag, cool. Ja. Wir zocken nicht gleich den Multiplayer, sondern wir gehen erstmal in die Mission rein, denn da gibt's Training. Und die machen wir halt, wundert euch nicht, die ersten paar Folgen werden ein bisschen länger mit den ganzen Tutorial-Zeugs. Und dann, wenn wir in den Multiplayer reingehen, dann werden die halt ihre üblichen 20 Minuten haben, je nachdem, wie das Match halt, wie lange das geht. Aber so das Training machen wir jetzt ein paar hintereinander weg, damit das nicht allzu viele Folgen werden. Du bist bereit? Ja, ich bin bereit. Geh mal. Bettlerschlucht, Missionsauftrag. Über die Schlucht in Fatooine werden imperiale Aktivitäten registriert, schließen sie im X-Wing, Petroleum, bla bla bla. Auftrag ja. Erledigen, 50 Credits, das ist egal. Koop, warten auf ACC, gut. Ja, dann nehme ich das mal an. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Durch eine Packung ACC-Akut, die halt auf dem Tisch lag. Echt, so unkreativ ja. Bist du? Ja, ich brauchte halt irgendwie einen neuen Namen und dann habe ich gedacht, ach komm hier, ACC-Akut und dann... War das seitdem, seit ein paar Jahren mein neuer Name. Ich müsste mal bei denen jetzt anfragen und sagen, hier, das ist eigentlich Product Placement, was wir hier machen. Ja, stimmt eigentlich. Gib mal ein bisschen Geld, bitte. Ja. oh Mann. Ja, ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich habe gerade eben schon mal ein bisschen in den Multiplayer reingeschnüffelt und habe einen Vollsteifen gekriegt. Es ist halt schon, auch von der Grafik her, ne, ist halt... Es ist Bombe. Richtig also. Geil, Mann. Aufklärungsmission in Sektor 10. Bis jetzt ist alles ruhig. Wir checken noch die Schluchten und kommen dann zurück. Diese Tutorials hätten sie, glaube ich, auch in den Dingens mal reinbringen können. Ja, wäre nicht schlecht gewesen, glaube ich. In den Beta. Damit man halt ein bisschen mehr oder besser klarkommt. Boah! Okay. Staffel Rot. Unsere ja? Scanner zeigen nicht identifizierte Einheiten über euch. Ist schwammig, oder? Ja, gut. Weiß nicht, ob das ist. Ich meine, das ist aber eigentlich easy, so zu steuern, ne? Ja, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Von dem. Mit W und SD dann zurück, dann bist du langsamer. Okay, alles genau, gut. Genau. Wenn es gelb ist, hast du Vollspeed, glaube ich. Wow! Und ich flieg erstmal gegen eine Wand. So. Da muss man sich echt ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde es gerade sehr, sehr schwammig, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen. Ich hab das irgendwie mit der Maus. Oder ist was? Mit Ziel erfassen? Ziel. Okay. Alles klar. Da musst du noch rechte Maustaste gedrückt halten, oder was? Ja. Genau. Wenn du das nur einmal kurz drückst, dann der wieder weg. Okay. Ja, und du musst halt immer ungefähr im Fadenkreuz schon bleiben, wie es aussieht. Sonst bricht das auch wieder ab. Okay. Gesagt, glaube ich. Das ist ja cool. Okay, nice. Bam. Nice. Das macht schon Bock. Ob das dann im Multiplayer auch so ist? Ich glaube, da gibt es auch so ein Modi, wo man das damit auch spielen kann. Meine ich. Okay, das ist in der Tat nice gerade. Aha. Das ist in der Tat gerade gar nicht mehr so blöd. Das macht schon, macht schon Bock. Ja. Wenn man bedenkt, der zwei Modis, der eine hat jetzt nicht so Spaß gemacht, aber der andere war auch schon. Ja gut, aber der eine hat ja jetzt deswegen nur, also diese, du meinst das Walker Assault, ne? Ja, genau. Aber das der hat ja deswegen nur Spaß, keinen Spaß gemacht, weil wir nicht genau wussten, wie denn was funktioniert. Ja, das stimmt natürlich auch. Also ich habe im Nachhinein habe ich jetzt noch Videos gesehen. Wie man das hätte machen müssen. Wow. Wow, hab ich dich gerade. Ne, ich hab dich weiter zerstört. Okay, ich dachte, ich hab dich gerade zerstört. Nee. Lieber noch.
Also, genau, wie man das halt macht mit diesen Snowspeeder, damit man die, diese Walker halt down kriegt. Und wir hätten sie das einfach mal erklärt, dann wäre das um einiges besser gelaufen. Und die haben ja jetzt, glaube ich, auch im Vollspiel haben sie jetzt das auch noch so eingehangen oder so gemacht, dass die Walker auch Schwachstellen haben. Genau, das habe ich auch gelesen, noch in den Patchnotes da irgendwas. Genau, ich glaube, unten und hinten die Metallplatte irgendwas. Der Rumpf. Ja, genau. Also der Bauch ist total... Ja, das, da, die haben ja auch die Spawnpunkte und so ein bisschen gefixt, dass man nicht mal direkt im Geschehen ist, irgendwie als Rebell, glaube ich, und so. Also genau. Mehr Möglichkeiten hat und so. Ach ja, ich freue mich da schon drauf. Ja. Das wird jetzt bestimmt dann auch mal richtig Spaß machen. Das schöne Balance. Das denke ich auch, ja. Das ist in der letzte Runde. Man muss sich jetzt nichts vormachen, das wird am Anfang jetzt auch nicht gleich alles funktionieren. Ach klar, natürlich nicht. Aber ich meine, das hat es bis jetzt noch bei keinem Spiel. Ja. So, gibt es denn jetzt hier noch Feinde? Nee, ich glaube nicht. So, nö, sind alle weg, glaube ich. Ja. Oh, kommen noch ein paar neue. Oh. Richtige. Das sind aber andere, ne? Ja. Die noch mal. Eigentlich dachte ich immer, dass die T-Fighter heißen. Nee, das sind... Doch, T-Abfangjäger. Okay. Ja. Alter, hab ich gerade eine voll auf die Schnauze gekriegt. Ja. Die Abfangjäger gehen aber irgendwie schneller down. Jetzt sind wahrscheinlich auch ein paar mehr jetzt. Und jetzt sind jetzt wieder die anderen. Oh. Also die Maus ist tatsächlich ein bisschen schwammig. So, das finde ich ein bisschen anstrengend. Das macht beim Fliegen irgendwie ein komisches Aiming. Ja, das stimmt. Aber ich weiß, dass es, wenn man eben mit einer Person halt, also seinen Charakter spielt, dass es nicht passiert, dass es nicht so ist. Und daher wollte ich da jetzt nicht allzu sehr rum. Und vielleicht kann man da ein bisschen was einstellen. Oder mehr Sensitivität oder so vielleicht. Keine Ahnung. Mal irgendwie gucken. Und vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dran. Ich denke auch, ja. Das ist zum ersten Mal jetzt. Kommt jetzt zur Basis zurück. Musst du wieder zur Patrouille. Machen wir das. Cool, X-Fighter war ja damals, als ich das als Kind gesehen habe, war das ja mein Traum schlechthin, weißt du? Da habe ich ja vor mich hingesabbert. Ich fand die einfach so vom Aussehen so geil. Ja, sieht schon schön aus. Oh ja. Gut. Das oh, unter 6 Minuten haben wir nicht geschafft. Doch, haben wir auch geschafft. 5 Minuten, 4 Sekunden haben wir noch gebraucht. Ohne. Ach so, Patronentorpedos zu benutzen. Oh, das habe ich aus Versehen einmal nur testweise gemacht. Okay. Na egal, 2 Sterne für den Anfang passt schon. Ja. Haben wir jetzt. Ich meine, haben wir da jetzt eigentlich Credits für bekommen? Ja. 250 für den ersten und 600, glaube ich, für den zweiten oder sowas. Ah, okay. Oh, ich glaube, irgendwie ist die Gradverbindung abgebrochen vom Koop-Partner. Nee, das ist tatsächlich normal. Ach so. Dass man das danach, dass man dich, also ich muss dich immer wieder neu dazu einladen. Ah, okay. Alles klar. So. So, Jagd auf Endor. Rebellentruppen bewegen sich in Reichweite deiner Patrouille auf einen Exfiltrierungspunkt zu. Sie dürfen nicht entkommen. Jo. Oh, sag bloß, sie dürfen jetzt mit den Snowspeeder, mit den Speedbikes rumrennen. Das wäre so geil. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich glaube, jetzt werden wir am laufenden Band sterben. Das sieht natürlich auch schlecht aus, ne? Oh mein Gott. Die Grafik generell ist mega. Also, oh ja. Das ist halt echt geil. Naja, was ist. Also oh, ich sag doch, Alter, jetzt wird geraped, also, beziehungsweise es werden uns die Bäume richtig ficken, aber sowas von. Ja, okay. Spannend, ich fahr mal. Alter, ich seh nichts mehr. Es geht ab. Oh. Oh. Alter, er sagt zu mir falsche Richtung, aber was weiß ich denn, wo denn hier die richtige ist? Oh, da ist einer. Oh, ich bin gestorben. Oh. Was? Was machst du? Oh. Zweimal King Bob gefahren. Alter, Sicht von dir selbst. Aber ist bei dir die Sicht auch so weit weg? Ja, wenn ich schneller werde irgendwie. Alter, das ist ja mal total anstrengend. Das ist richtig krass, da zu lenken, ne? Also du musst echt auf die Bäume aufpassen, Mann. Alter, Winne! Oh mein Gott! Ich bin schon wieder tot. Jetzt sollte ich nicht so schnell fahren. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Ich hab nur noch ein Leben. Na komm, mach mal. Die Leben werden zusammengezählt. Oh, da war noch ein Gegner.
Jetzt die ATSTs noch mit dabei. Oh Gott, beschleunigen. Mein Gott. Hätte ich nicht drücken sollen. Warum beschleunigt er jetzt? Warum? Was soll das? Werd doch langsamer. Ich bin Fahranfänger. Du bist gefallen. Ich bin nur noch Zuschauer. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was? Hast du dein Field of View höher gesetzt? Nee. Okay, das habe ich gemacht. Ich glaube, das führt zu zusätzlicher... Das kann natürlich gut sein, dass du da noch weiter weg bist. Ja. Das ist bei mir auch schon so gewesen, aber bei dir dann wahrscheinlich noch mehr. Alter, das Video musst du dir reinziehen dann. Das, vor allem in den Passagen, wo es schnell wird, das ist extrem. Nein, na komm, ein Rebell will ich zumindest mal abschießen. Was ist denn los hier? Ach, man kann hier auch rechte Maustaste drücken. Jo. Ups. Alter, Finne! Das ist jetzt nicht leicht. Oh, du hast wenigstens Gegner getroffen, Alter. Ja, pass auf, ich mach mal kurz auf Verlassen, denn ich muss das Field of View mal wieder zurücksetzen. Alter, das kannst du dir nicht reinziehen. Das ist, du siehst deinen Charakter ja noch nicht einmal mehr. Oh Gott, was hast du da eingestellt? Ja, ich bin gewohnt, ein hohes Field of View zu spielen. Und deswegen hatte ich Field of View auf 110. Normal ist 90, ne? Warte, ich guck mal. Sichtfeld 55. 55? Normal. Ja, ich habe bei Sichtfeld 55 drin. Das war standardmäßig. Wo hattest du das jetzt? 110? Ja. Das ist doppelt einfach, Mann. Easy, kann man mal machen. Okay, ich mache jetzt auch am 55, mal gucken. Alter Finne, ey. Achso, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, sorry Leute, dass ich jetzt nochmal hier rein muss. Aber, es gibt irgendwie einen komischen Bug. Und das auf, die Bewegungsunschärfe. So. Die kann man nicht umstellen, wenn man das, wenn man die Standard so drinnen lässt. Deswegen muss man mal kurz auf hoch machen, dann wieder auf runter und dann bla bla bla. So, gut. Alter! Also, das war grad Brainfuck for the win, ja. Alter. Aber geil eigentlich auch, aber ja. War ein bisschen viel Bäume da. Ja. Minimal. Endor, Bäume, die Rodung ist da noch nicht vorangeschritten, das ist irgendwie kacke. Da hatte ich dann auf einmal, war dort so angezeigt, 1 Beschleunigung und dachte, ja gut, drück ich mal drauf. Ne? Ja, dann war auch mein letztes Leben weg. Ja. Ja, die Leben teilen wir uns, ja. Ja. Okay, das können wir überspringen. Ja, das hatten wir schon. Okay, so, jetzt nicht tatsächlich, ganz so tatsächlich. Oh Gott, du rast gleich wieder los. Alter. Ja, okay, also auf 55 ist total cool. Okay, auf 55 ist nice. Rebellen haben unsere Stellung überrannt. Sie stehlen unsere Speeder. Oh. Die Rebellen im Kopf. Alle verfügbaren Einheiten. Langsam. Aufnehmen und angreifen. Boah, noch ein bisschen. Alter. Ich habe ja tatsächlich überlegt, ob man das nicht koppeln kann. Wie bei GTA, dass man hier. Wir setzen ATSTs in den Sektor ab. Sie greifen die Rebellen bei Sichtkontakt an. Man muss ja auch echt an die Steuerung gewöhnen, ne? Ja. Also, dass man den Controller mit benutzen kann. Ja. Wäre gut. So wie bei GTA halt, weißt du, so, wenn man im Fahrzeug ist halt. Finde, ey. Wie kannst du denn hier überhaupt welche abschießen? Ich weiß nicht, einfach. Ich glaube, kannst auch mal Ziel erfassen, glaube ich auch noch. Wieder mit rechte Maustaste wieder. Ja. Dann einfach ballern, habe ich vorhin. Okay, was? Wo bin ich denn schon wieder tot? Ich bin auch tot, ey. Also das ist jetzt echt nicht leicht. Ich bin echt mal schnell gefahren. Was? Du wieder? Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich schieß jetzt einfach mal. Alter, ist das tricky. Hallo? Ja, gleich wieder gegen Baum, wa? Geht so. Beschleunigen drücke ich jetzt nicht noch. Ja, ich habe ihn getroffen. Nice. Jetzt, da ist doch immer was. Noch einen getroffen. Rebellenspieler zerstört.
Irgendwie bin ich aber doch zu langsam, aber ich habe irgendwie Angst, noch schneller zu fahren, bis ich gleich wieder tot bin. Wow, was ist denn das für eine Krütze? So, den Rest musst du machen. Gott, die kommen gleich. Alter, du kriegst es aber, als ob du ein Trabi wärst. Alter, was ist mit dir los? Ja, ey, vorsichtig, ne? Ja. Oh mein Gott. Alter, hast du einen Führerschein? Ja. Das... Ups, wie spucke ich mich erstmal selber? Okay. Das kam mir perfekt. Ne? Okay, nochmal. Alter, okay, aber so... Also, ja. Du bist ja echt gekrochen gerade. Ja, aber ich bin trotzdem überall gegen geknallt, ne? Also. Ja, ist irgendwie kurios. Ich raste jetzt einfach wieder durch, Mann, das macht keinen Sinn. Ich sterbe ja so oder so halt, also. Ja, ich finde dadurch, dass es halt auch so schwammig ist, ist es halt schwierig, das Gerät halt irgendwie gerade auszuhalten oder zu lenken. Ja, wenn du einen Baum vor dir siehst, dann ist eh Ende. Dann für die Zuschauer, die es nicht wissen, also wir lenken hier mit der Maus. Lenkst du halt mit WS. Gibst du Gas oder bremst du dementsprechend? Nicht mal wenigstens nah dran. Ich schieße einfach durchgehen. Boah, fuck, das war knapp. Das ist meine Waffe überhitzt, wa? Wuhu! Jetzt habe ich mal eins gedrückt, das ist immer nice. Man kann natürlich auch einfach mal abbremsen schnell, ne? Das geht auch ziemlich schnell. Das ist recht, ja. Oh, das buggt irgendwie, wenn wir immer aufeinander stehen, ey. Stehen wir aufeinander? Ja. Wenn wir nebeneinander fahren irgendwie. Dann porte ich mich irgendwie immer weg und dann bin ich gerade wieder gegen den Baum geknallt. Rebellenspieler neutralisiert. Rebellenspieler zerstört. Ey! Und jeder kann sogar nicht. Ja, das habe ich das Gefühl, dass das mehr buggt. Also, dass es tatsächlich so Kanten gibt, so unsichtbare Kanten, die man nicht sieht. Und an denen du dann hängen bleibst. Und jetzt werde ich noch erschossen von dem, oder was? Ja. Hast du schon wieder was? Da war jetzt wirklich keine Kante. Also. Das ist echt ein bisschen buggy noch. Schade. Okay. Ich rede gerade ein bisschen weniger, weil ich mich konzentriere. Ja, das glaube ich besser, ne? Piu, 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 piu! Ich muss aufpassen, Alter. Es ist halb 1 Uhr nachts, ey. Ja? Nicht, dass mein Nachbar, oder der Typ, also mein Nachbar ja nicht, der ist ja ganz cool. Der Typ, der unter mir wohnt, der geht mir auf den Sack. So richtig alter Sack, weißt du, so Rentner. Ah, ja, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Und ein sehr intoleranter Mensch. Mhm. Oh, ich bin. Oh, wir hatten kein Leben, ja? Nein. Ich hab ein paar verbraucht. Was kriegst du gerade da schon wieder so hin, Alter? Da bin ich schon wieder. Oh Gott, Alter. Das ist wie mit einem Trabi gegen eine Wand fahren. Okay. Ich kann ja gegen den einen Baum und dann wieder direkt gegen den nächsten. Okay, ich würde sagen, die Mission lassen wir die machen wir, probieren wir mal morgen, also für uns morgen sozusagen, nicht für euch, liebe Zuschauer, damit ihr, da will ich mal probieren, das mit dem Controller, ob das dann besser geht. Gut, Überlegenheit, übernehmen Kommando über mächtigen AT-ST, Kampfläufer, ja, wunderbar, das sollten wir hinkriegen, oder? Ja. Ja. Das könnte klappen. Kennst du das so, wenn man so glaubt, man beherrscht etwas ganz gut und dann, so wie jetzt, und dann scheitert man in so einer Mission und denkt eigentlich, man ist voll in der Napp. Ja. Aber ich frage mich tatsächlich, auf welcher Map es diese Speeder mal zum Einsatz kommen werden. Das weiß ich auch nicht. Ja gut, vielleicht in irgendeiner Modi vielleicht, weiß ich auch nicht, ne? Also, ob man da jetzt so mal rumfahren kann, denke ich, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, müssen wir uns mal alles mal angucken, ne? Ja. Ja, so ein paar verschiedene Sachen. Da war Papa Vader. Oh! Ja, das sollten wir jetzt ja wohl schaffen. Also, so ein Ding habe ich auch schon mal in der Beta gesteuert. ATS, ich glaube auch, aber. Hab das, glaube ich, nicht so gut geschafft.
Ach ja, aber wir müssen jetzt ja nicht so schnell hier durchrasen. Bisschen schießen, das sollten wir ja wohl hinkriegen. Boah, ist das nice, ey. Mit Shift läufst du auch ein bisschen schneller. Ja. Das, was ich tatsächlich immer witzig finde, das müsst ihr, liebe Zuschauer, das müsst ihr euch mal angucken. Und zwar, wenn man mal den AT-AT von der Seite anguckt, sieht das so aus wie so ein Hund, der gerade erst lernt zu laufen. Oh, Raketen. Und die AT-ST sind von der Seite aus wie so ein verkrüppeltes Huhn. Hallo, Lord Vader! Ja. Kommen Sie sofort zu dem Kampfläufer zurück. Ich darf nicht so schnell vorauslaufen. Ups. Oh, da fliegt sowas in die Luft. Piu, piu. Halten Sie uns diese I-Wings vom Hals. I-Wings? Oh Gott. Oh, da vorne. Okay. Lenkraketen sind drei. Ich habe einen zerstört. Ich habe einfach mal drei genommen. Ich auch. Ist da noch irgendwo einer, ne? An der Seite irgendwo. Stimmt, ja. Da, da. Jo. Einer noch. Oh, der kriegt meine ab. Nice. Guck mal den AT-AT an, der hat voll an der Seite so voll die Einschüsse von diesen Lasern. Krass. Das sieht echt cool gut aus. Ja. Oh, da kommt noch was. Guck mal links. Oh. Krass. Nice. Oh. Lord Vader, die kriegen auch keine Gnade. Was sind denn jetzt noch Rebellen? Da ist noch so ein Ball. Oh. Er schießt gerade durch. Vorne und. Da ist noch einer. Ah, weg ist er. So, jetzt sind alle weg, ne? Ich weiß es nicht. Also, ich sehe nichts mehr auf der Karte. Ja, ich krieg irgendwie, also der Markt so vor uns halt, pointet der auf der Karte, dass da noch was ist. Ja, da kommt noch wahrscheinlich weiter weg dann. Ah, da, jetzt kommt wieder raus. Granatwerfer, bam, bam. Bam, einfach ein paar Granaten rein. Ja. Danke. Ein bemerkenswerter Schütz. Das kennt man gar nicht so vom Imperium, dass die einen so Honig ums Maul schmieren, ne? Ja. Freust du dich denn schon auf den Star Wars Film? Ja, natürlich. Gehst du ins Kino? Ja. Ich nicht. Was? Ich bin ja ein absoluter Star Wars Fan. Also ich liebe ja Star Wars über alles. Und, und es fällt mir echt schwer zu sagen, ich gehe nicht ins Kino. Ja. Das liegt einerseits daran, damit zusammen, dass Disney sehr hohe Gebühren verlangt für den Film. Ach, und so, dass sich halt eigentlich nur, also die nehmen, also im Kino ist es halt so, um das mal ein bisschen auszuräumen, dass du den Film halt mietest und je nachdem, wie viel du davon eingenommen hast, prozentual kriegt der dann halt was. Okay. Disney so. Und der Normalwert ist so bei 43-47%. Und Disney verlangt halt aber 54%. Boah. Und zudem wollen die halt mitbestimmen, wie lange und wie oft und wann der Film in deinem Kino zu laufen hat. Okay. Und das können sich halt ganz viele kleine Betreiber gar nicht leisten, sodass halt nur die großen Kinos halt daran Geld verdienen. Und ja, das ist irgendwie so eine Prinzipiensache bei mir, dass ich dann sage, okay, dann gucke ich mir den Film nicht ins Kino, im Kino an, dann kaufe ich mir den auf DVD und gucke mir den dann zu Hause an. Ja. Also, abgesehen davon, wenn ein kleines Kino das bei uns spielen kann, dann ja, aber momentan haben alle kleinen Betreiber gesagt, dass sie das nicht hinkriegen und sich das nicht leisten können. Ja, sowas ist natürlich immer scheiße, ne? Also, keine Ahnung. Was sowas immer soll, verstehe ich halt auch nicht. Ja. Ja, die wollen halt, weiß ich auch nicht. Ob sich das dann überhaupt lohnt, wenn das die ganzen Kleinen auch nicht spielen dürfen und so, weiß ich auch nicht. Ja, lohnt nicht können, sich das für die auf jeden Fall, also. Kommen Sie zurück zum AT-AT. Los. Das Ding ist so langsam. Ey, Mensch, beweg dich doch mal.
Aber was schießt denn die ganze Zeit gegen diesen Pfeiler da? Ja, da oben waren vorhin noch ein paar, aber die habe ich schon alle getötet. Oh ja, Lord Vader. Würde ich gerne am liebsten wichsen, ne? Bitte nicht jetzt. Oh, da. Hallo, Asthma-Kranker. Unzufrieden mit der Einschätzung, Lord Vader. Nice. War wohl gut aus. Ah. Das war easy. Das war zu einfach. Oh, 6 Minuten haben wir auch geschafft. Oh, guck mal, 3 Sterne sogar. Warte, ich vergesse mal auf weiter zu klicken. Da haben wir 50, ja. 150 Credits und 250 Credits bekommen. Oh. Coolio. Ja, da können wir nochmal nachher und die Tage mal was freischalten. Gut, Leute. Credits. Das war's jetzt für die erste Folge von Star Wars Battlefront. Nächste Folge geht's dann weiter mit den Missionen. Was haben wir denn jetzt noch vor uns? Gucken wir mal ganz kurz rein. Die dunkle Seite und Invasion. Die zwei haben wir noch vor uns. Training, die machen wir auf jeden Fall noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.